Herzlich willkommen zu Einfach Thermomix. Lecker, gesund und blitzschnell, wir machen heute Proteinshakes. Wir starten mit einem Mango-Proteinshake. Dazu benötigen wir Heidelbeeren, Mango, Haferdrink und Proteinpulver mit Vanillegeschmack. Dazu habe ich mir ein bisschen Mango schon zur Seite gestellt und fertige daraus mit den Blaubeeren zusammen oder Heidelbeeren erstmal Spieße, die wir hinterher dazu nehmen. Los geht's mit dem Shake. 120 Gramm Mango habe ich übrig gelassen. Die kommen jetzt in den Mixtopf. Dann brauchen wir den Haferdrink, wobei man sagen kann, dass ihr das durch einen Drink eurer Wahl ersetzen könnt. Das kann auch Kokosdrink sein oder Mandeldrink, ganz nach Geschmack. Und zu guter Letzt noch Proteinpulver, in unserem Fall hier mit Vanillegeschmack. Deckel aufsetzen und 30 Sekunden bei Stufe 10 vermischen. Ja, das war's im Grunde schon. Wie gesagt, blitzschnell. Hat eine ganz tolle Konsistenz. Das kommt natürlich von der Mango und von dem Pulver. Das verteilen wir jetzt auf zwei Gläser. Das war der erste von unseren beiden. Und jetzt kommt der nächste Ruckzuck-Shake. Und zwar ein Schoko-Erdnuss-Proteinshake mit Chiasamen. Dazu benötigen wir Chiasamen, Banane, Joghurt, Wasser, Erdnusscreme, Kakao, Erythrit und Proteinpulver mit Schokoladengeschmack. Für unseren zweiten Shake ist dies der Abschlusstest, bei dem ihr dabei seid. Und zwar zerkleinere ich erstmal 15 Gramm Chiasamen bei Stufe 10. Jetzt kommen 100 Gramm Banane hinzu, 280 Gramm Joghurt. Als nächste Zutat nehme ich 250 Gramm Wasser und 15 Gramm Erdnusscreme. Als nächstes kommen 5 Gramm Kakao, 20 Gramm Erythrit. Zu guter Letzt kommt das Proteinpulver mit dem Schokoladengeschmack hinzu, und zwar 20 Gramm. Das alles wird jetzt eine Minute auf Stufe 10 vermischt. So, mal schauen, wie die Konsistenz ist. Ja, genau so stelle ich mir das vor. Das sieht wirklich aus wie ein richtig schöner Schokoladenshake. Und den teile ich jetzt auf zwei Flaschen. So, Punktlandung würde ich mal sagen. Ja, ihr habt es gesehen, zwei echt schnelle Shakes. Einmal mit Schokoladengeschmack, einmal mit Vanilleproteinpulver drin. Da findet, glaube ich, jeder seinen Favoriten. Viel Spaß!